Ja, hallo liebe Leute, ich habe mich hier und willkommen zu einer weiteren Mount Guide. Und zwar schauen wir uns hier diesmal 12 Reittiere an, die man denn in Maldraxxus abholen kann. Dabei unterteile ich das Ganze und zwar gibt es in Maldraxxus einmal Reittiere, die kann generell jeder halten. Dann gibt es Reittiere aus verschiedenen Kisten und dann gibt es noch Reittiere, die gibt es nur, wenn man dem Pakt von den Necrolords angehört. Da gibt es nochmal extra Reittiere, die man sich hier abholen kann. Den Anfang machen wir natürlich mit den Reittieren, die für alle zum Abholen sind. Das heißt, da braucht er keinen spezifischen Pakt oder sonst irgendwas, sondern die Reittiere könnt ihr ganz normal mit jedem Pakt holen. Voraussetzung wäre, dass ihr halt wenigstens Stufe 60 seid. Gerade wenn ihr sie alleine erledigen wollt, könnte es nämlich ein bisschen schwieriger sein. Manche davon kann man aber auch schon zwischen 50 bis 60 irgendwo legen. Das erste Reittier, das ihr euch hier abholen könnt, das ist der gute Blutstachel. Das ist so ein, ja, mehr oder weniger fast Skelett-Eber oder sowas in der Art zumindest. Sieht zumindest ein bisschen ebermäßig aus. Und den gibt es von Nerissa Herzlos und die wiederum, die findet ihr hier in Maldraxxus. Und zwar ganz oben, da sehen wir schon eingezeichnet hier, sofern ihr zum Beispiel das Add-on Handy Notes mit dem Zusatz Handy Notes Shadowlands benutzt. Ansonsten, wenn ihr zum Beispiel Koordinaten habt, dann sind wir hier bei 65, 35. Dort kann der gute Rare Up sein. Wenn er denn gerade ab ist, dann könnt ihr natürlich hier euer Glück probieren. Könnt ihr dann einfach auf die Seite rausziehen, sodass ihr hier die ganzen Mobs hier zusätzlich nicht erledigen müsst. Sollte der Risser bei euch am Server gerade nicht zur Verfügung stehen, dann könnt ihr hier entweder einfach campen und warten, bis der Respawn ist. Oder die Alternative wäre ganz einfach hier ins Gruppentool reinzugehen. Das heißt, einmal hier auf organisierte Gruppen, dann Benutzer definiert, sicherstellen, dass ihr eingestellt habt, dass alle möglichen Sprachregionen ansehen und dann einfach hier nach Nerissa suchen, dann solltet ihr meistens hier auch eine Gruppe finden können. Ansonsten zum Rare selber gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Wenn ihr den legen wollt, könnt ihr den hier einfach einzeln rauspullen, einfach irgendwo am Rand rausziehen. Mit dem DD solltet ihr eigentlich hier keinerlei Probleme haben, sofern ihr so um die Item Level 180 bis 200 um den Dreh seid, denn der macht hier allerdings nicht mehr, ja, sehr viel Schaden. Ansonsten gilt es hier einfach aus dem Herzschlag rauszugehen und das war es eigentlich schon mit seinen Fähigkeiten, die er hat. Einzige Problematik ist halt nur, dass wenn er zu nah rankommt, dass er die Ärzte pullt und das Herz, was ihr beschwört, könnt ihr einfach hier auf Distanz gehen. Dann solltet ihr normalerweise den Schaden davon auch nicht kriegen. Das nächste Reittier, das wir uns ansehen, das ist der Pustelrücken Bluthauer und den gibt es von Kriegsbringer Malkorak und der wiederum befindet sich diesmal ganz, ganz links unten in der Ecke. Das sehen wir hier schon, der ist hier wirklich ganz im letzten Eck unten. Hier empfiehlt es sich, dass ihr bereits vielleicht Fliegen habt, dann tut euch ein bisschen leichter hier nach hinten zu kommen, weil hier sind relativ viele Elite-Gegner, wie wir hier rundherum sehen. Man kann natürlich auch einfach so durchreiten, durchstealthen mit Stealth-Klassen oder was auch immer. Dann geht das natürlich genauso oder man stirbt sich halt einfach nach oben, je nachdem, wie man es gerade schafft. Der befindet sich hier ganz vorm Turm selber und vorm Turm habt ihr einmal den Kriegshauer und sobald ihr den niedrig genug geprügelt habt, springt Malkorak selber vom Reittier und dann könnt ihr ihn schlussendlich hier auch attackieren. Hier ist das Problem allerdings, dass er solo ein bisschen schwieriger ist, zumindest wenn ihr noch niedrigeres Item-Level habt. Ansonsten mit Klassen, die in Pet verfügen, wie Jäger, Hexenmeister, tut man sich relativ einfach oder als Tank-Klasse geht das auch noch relativ simpel. Ansonsten die Alternative wäre hier wieder ganz normal ins organisierte Gruppentool reingehen, hier unter benutzerdefinierten Gruppen und dann sucht man hier am besten nach dem englischen Namen, also entweder Warbringer eingeben oder einfach Malkorak eingeben, natürlich mit dem Strichchen nach dem L, damit ihr hier eventuell eine Gruppe für den Rare finden könnt oder eventuell selber eine aufmachen könnt, wenn er bei euch gerade ab ist. Auf was ihr achten solltet, wenn ihr den hier alleine spielt, ist das Banner, das ihr hier stellt, denn wir sehen schon, hier kommt da immer so ein Banner und solange er sich selber im Banner befindet, verursacht er mehr Schaden. Wenn wir den allerdings rausziehen an dem Rand vom grünen Kreis hier und dann uns selber wieder reinstellen, sodass er nicht unbedingt drinnen steht, erkennbar hier, dass er den Buff nicht hat, dann haben wir hier den Damage Buff, dass wir 20% mehr Schaden verursachen, er in dem Falle nicht und dann killt man zuerst hier einmal den Kriegshauer, denn wenn der tot ist, tut man sich hier ein bisschen leichter. Wir sehen, wenn er dann wieder reingeht, hat er wieder den Buff. Und wenn der down ist, dann können wir ganz normal Malkorak runterspielen. Und die Fähigkeit wiederholt sich hier einfach. Wir sehen, wenn er im Banner steht, dann hat er hier den Buff. Und er macht hier immer Kriegssetzer. Da kann man entweder ein bisschen weggehen oder normalerweise schaut man halt einfach, dass er nicht unbedingt da drinnen steht. Dann geht es ein bisschen leichter. Aber wie gesagt, alleine zu legen ist er wirklich ein bisschen anstrengend. Weiter geht's zum Mount Nummer 3. Und das ist der bullige Todesrock. Den wiederum gibt es vom violetten Fehler. Und das ist ein Rare, den man hier selbstständig jederzeit beschwören kann. Und zwar müsst ihr dafür einmal hier rechts in die Nähe von der Instanz, also von Seuchensturz, da kann man hier auf der Seite vorbeigehen. Ansonsten Seuchenwacht wäre hier der Flugpunkt.
Und wenn ihr hier unten angekommen seid, der ein oder andere von euch hat sicher hier schon mal gequestet, dann seht ihr ja diesen riesengroßen Pool. Und wenn ihr euch dem Pool nähert, dann seht ihr hier drei Icons mit dem mischbaren Schlamm, verbesserter Schwamm und viskoses Öl. Und um den Rare schlussendlich zu beschwören, müsst ihr hier 15 von dem blauen und 15 von dem roten Schlamm hier einmal reinwerfen, damit der Rare dann schlussendlich, also der violette Fehler Rare, hier schlussendlich rauskommt. Wie funktioniert das Ganze? Und zwar habt ihr hier nebenbei immer wieder Gegner stehen. Das sind zum Beispiel die roten Blobs und die roten Blobs haben immer eine Chance, dass sie einfach so eine Pfütze neben sich fallen lassen. Und wenn er die erledigt und bei den Eliten, Elite-Mobs selber ist es eine 100%ige Chance, dass wenn er sie erledigt, dass sie das droppen. Ein guter Tipp für das Ganze ist auch noch, da das relativ schnell despawnt, dass man diese Rares immer ein Stückchen näher zieht. Man kann sie nicht allzu nah ziehen, weil sie einen relativ fixen Reset-Punkt haben, aber immer schauen, dass man die hier ein Stück weiter ranzieht, bevor man sie tötet. Und wenn man sie tötet, schauen, ob so ein Blob rauskommt. Und wenn hier ein Blob rauskommt, wie in meinem Fall, dann kann man den hier mal nehmen und dann haut man das hier so schnell es geht immer rein, damit hier einfach die Stacks nach oben gehen. Das einzige Problem ist hier, dass hier manchmal eine Weltquest ist oder dass hier gerade andere Leute am Questen sind, denn hier gibt es auch eine Quest, wo man diese Farben reinschmeißt und da kann es immer sein, dass Leute halt herkommen und im letzten Moment nochmal die falsche Farbe reinhauen und dann kommt halt ein anderer Rare bei raus. Das ist immer ein bisschen ungut, aber da muss man eventuell mit den Leuten einfach kommunizieren, damit sie da die richtigen reinschmeißen. Mein persönlicher Tipp für das Ganze, da hier am meisten von den roten Blobs in der Gegend herumstehen, ist es immer empfehlenswerter, dass man rot als letztes füllt. Das heißt, immer zuerst die anderen Farben, in dem Fall zum Beispiel blau halt, zuerst die 15 von blau voll machen, indem wir zum Beispiel hier den Elite-Mob ein bisschen näher anziehen. Und dann erst rot auffüllen, denn die meisten, die Questen, killen hier vorne die roten Mobs, kriegen dann die rote Flüssigkeit und werfen sie rein. Deswegen immer schauen, dass man da, wenn es geht, halt einfach die blaue Farbe zuerst auffüllt. Und in dem Fall sehen wir schon, wir haben jetzt 15 mal blau drinnen, 14 mal rot. Rot habe ich noch einmal am Rücken und wenn ich jetzt hier hingehe, dann färbt sich das Ganze hier lila. Und in dem Fall kriegen wir hier den Rare violetter Fehler. Und bei dem wiederum habt ihr ganz einfach die Chance, dass er hier schlussendlich das Reittier rauszieht, was auch nicht allzu selten ist. Allerdings, der Rare macht ein bisschen Schaden, aber ist auf jeden Fall mit jeder Klasse easy solobar. Würde ich hier wieder sagen, so um die 160 bis 180 Item-Level sollten eigentlich gar kein Problem sein, dass ihr den hier schlussendlich dann solo erlegen könnt. Und damit kommen wir auch schon zu Reittier Nummer 4 und zwar ist das der schlachtgebundene Kriegshund. Der sieht sogar ziemlich geil aus. Ich mag den sogar sehr. Ist ein komplett zusammengenähter Hund, den man eigentlich schon so aus Tirisfall und Co. kennt und hier nochmal ein bisschen HD-Model mit ein paar Klammern mit drinnen. Der ist sogar simpler zu kriegen, leider eine bisschen eine niedrigere Droprate, aber nicht allzu selten. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wo kann ich den holen? Und zwar müsst ihr euch dafür in Maldraxxus ganz in die Mitte begeben. Da habt ihr hier das Theater der Schmerzen. Da könnt ihr einfach gerade reinlaufen oder reinfliegen und hier in der Mitte habt ihr mehrere von den Bossen aktiv und bei jedem dieser Bosse habt ihr die Chance täglich, dass ihr dieses Reittier abgreifen könnt. Denn ihr seht die Bosse selber hier immer am Rand fliegen innerhalb von diesen Kugeln. Die switchen einfach immer durch, das heißt immer im Uhrzeigersinn durch. Das heißt, jetzt haben wir hier Tioa und danach kommt Asmogal und dann kommt zum Beispiel Xanthuf. Da könnt ihr dann immer alle legen in dem Sinne und habt hier immer die Chance, dass dieses Reittier droppt. Da sollte eigentlich immer genug los sein, außer wenn die World Quest gerade nett ab ist, denn wenn hier in der Mitte zum Beispiel die Elite Weltquest ab ist, dann sehen wir hier schon, dann ist hier mehr als genug los, um diese Rares zu erledigen. Alleine kann der ein oder andere ein bisschen schwieriger sein, es sollte aber dennoch machbar sein, gerade wenn ihr ein bisschen höheres Item-Level habt. Ansonsten wie immer einfach eine Gruppe dafür im organisierten Gruppentool aufmachen oder einfach eine suchen. Damit kommen wir zu den letzten von den normalen Drop-Mounts, die man hier farmen kann und das ist hier der kahle Flatterflügel. Das ist dieses sehr schicke Flugmount mit den zwei Köpfen. Das könnt ihr euch ebenfalls hier in Maldraxxus erarbeiten. Das funktioniert ein bisschen anders und zwar müsst ihr euch hier am besten, es gibt mehrere Spots, aber meine Empfehlung ist hier direkt neben dem Theater der Schmerzen und zwar in diesem Bereich. Also wenn ihr hier seht, hier geht die Straße rundherum und hier innerhalb dieses Bereichs, da findet ihr spezifische Gegner. Und diese Gegner, die ihr sucht, das sind hier die neugeborenen Knochenzahn-NPCs. Die findet ihr hier eigentlich in Massen, denn wer hier schon mal gequestet hat, hier gegenüber ist nämlich ein Quest-Hub und da muss man die unter anderem auch zählen. Denn wir sehen schon, die sind hier überall am Start, deswegen nimmt man hier am besten den Hub. Es gab vorher einen in der Nähe hier bei der Seuchenwacht, der wurde aber gefixt. Aber mittlerweile kann man das hier ganz schön farmen. Ihr seht schon, wenn ihr hier einfach im Kreis lauft und die dann immer killt, dann habt ihr nämlich die Chance auf einen, auf ein Ei. Und in diesem Ei selber kann dieses Reittier drinnen sein. Das heißt, am besten fliegt ihr hier einfach immer im Kreis und schaut, dass ihr so viele wie möglich von den Kleinen hier umhaut. Man sieht schon, die kann man relativ einfach umhauen. Und noch dazu, ihr könnt das auch schon
im niedrigstufigen Bereich farmen, denn wenn er hier zum Beispiel questen geht und hier für diese Quest geht oder wenn er das nächste Mal einen Charakter levelt, macht zum Beispiel einfach diese Quest hier mit, dann habt ihr nämlich immer die Chance, dass er hier einfach die Kleinen umhaut. Wir sehen schon, die Chance im Schnitt ist 1 in 500, dass er so ein Ei zieht. Sollte also nicht allzu lange dauern. Natürlich gibt es immer den einen oder anderen, der extrem unlucky ist bei den Dingern. Ich habe insgesamt 230 Kills gebraucht, bis ich schlussendlich hier das Ei gezogen habe. Und wenn ihr das Ei gezogen habt, dann müsst ihr schlussendlich einfach 3 Tage warten, dann könnt ihr es aufmachen und darin befindet sich das Reittier. Jetzt kommen wir zu den nächsten 4 Reittieren, wo ein bisschen mehr Zeitaufwand dahinter steckt. Die ersten 3 sind die Nekrorochen. Und diese Nekrorochen, die könnt ihr allesamt aus den Callings bekommen. Wer vielleicht nicht weiß, was Callings sind, das sind einfach die Kisten, die ihr innerhalb eurer Pakthalle abholen könnt. Und hier spielt es auch keine Rolle, welchem Pakt ihr angehört, denn die könnt ihr mit jedem Pakt erhalten. Das heißt, das erste, was ihr schauen müsst, damit ihr halt eine Chance habt, den zu farmen, ist, ihr klickt einfach auf euer Pakt-Symbol neben der Minimap und dann seht ihr hier immer die Berufungen. Und wenn ihr auf die Berufungen drauf wart, dann seht ihr immer, wo diese sind. Das heißt zum Beispiel Ausbildung in Ravenreath, logischerweise in Ravenreath. Dann haben wir hier zum Beispiel Herausforderungen im Adenwald, interessiert uns in dem Fall auch nicht. Was uns allerdings interessiert, ist hier Tribut der Ehrgeizigen. Wenn wir hier nämlich drunter schauen, den gelben Text, wertvolle Gegenstände aus den Vorräten der unvergänglichen Armee. Und das sind genau die Kisten, die ihr abholen wollt, entweder in der normalen oder in der epischen Version. Das kommt immer drauf an, ob sie jetzt über normale Weltquests oder über eine Elite-Weltquest zum Holen ist. Die Chance dabei bleibt allerdings gleich, ob das Ding da drinnen sein kann. Manchmal sind mehrere Kisten zeitgleich ab, also ihr könnt auch Luck haben und es sind zum Beispiel 3 Berufungen ab für die Necrolords selber. Dann könnt ihr natürlich alle 3 auf einmal abschließen. Ansonsten nehmt ihr euch einfach diese Berufung an. In dem Fall müsst ihr halt einfach in eure Pakthalle reinfliegen. Wir sehen auch hier schon den NPC von dem, was holen können. Und wenn wir das abgeholt haben, dann steht da immer dabei, was wir schlussendlich für diese Quest machen müssen. Haben wir zum Beispiel hier und in dem Fall, wenn ich die Quest hier akzeptiere, dann sehen wir schon Ärger an der Heimatfront, Maldraxxus verteidigt. Und da gibt es mehrere verschiedene Varianten von der Quest. Das heißt, einfach einmal eine Prozentleiste füllen. Das kann ich machen, indem ich den Dungeon mache, indem ich Weltquests abschließe, Rares erledige oder Kisten plündere. Dann füllt sich einfach diese Leiste. Es ist also relativ simpel aufzufüllen. Eine andere Quest gibt es, da muss man zum Beispiel 3 Weltquests abschließen. Oder es gibt eine, da muss man zum Beispiel einfach eine Elite-Weltquest abschließen, damit man diese Kiste schlussendlich holen kann. Ist also alles in allem recht simpel zu holen. So wie gerade eben schon gesagt, wenn ihr die Quest abgeschlossen habt, einfach wieder zurückgehen, einmal die Quest hier beenden. Habt ihr die Kiste im Inventar, könnt ihr sie aufmachen und habt halt die Chance, dass ihr das Item rauszieht. Was allerdings noch gut ist an den Kisten, weswegen sich die generell lohnen, ist, dass sie sehr viel Gold geben. Warum? Und zwar kriegt ihr hier graue Items. Wir sehen schon, das graue Item ist alleine ein Stück 157 Gold wert. Wir kriegen hier aber 4 Stück insgesamt, kriegen auch von den 10 hier 73 Gold, haben wir 9 Stück, sind 600 Gold und hier nochmal 400 Gold. Das heißt, man kriegt im Schnitt pro Kiste ca. 1500 bis 2000 Gold raus, was es auch nochmal ein gutes Plus ist. Und was ihr für diese Callings noch kriegt, das ist Ruf für die unvergängliche Armee und die wiederum, die beschert euch dann schlussendlich das Reittier riesige Massakerklaue. Das ist dieser Rock hier, den wir noch zusätzlich haben und wie kriegt man den? Und zwar müsst ihr bei der Fraktion die unvergängliche Armee den Rufstatus ehrfürchtig erreichen, denn wenn ihr dann weiterhin dort Ruf farmt, dann könnt ihr dir eine Paragon-Kiste erarbeiten. Das kriegt ihr ganz einfach, wenn ihr ehrfürchtig seid, könnt ihr weiterhin immer 10.000 Ruf auffüllen und kriegt dadurch die sogenannten Paragon-Kisten. Diese wiederum könnt ihr ganz einfach farmen über die normalen Callings, wo ihr die Nekrorochen-Eier farmt, denn wir sehen ja schon, wir kriegen hier pro Kiste 1000 bis 1500 Ruf und dieser Ruf wiederum, der gilt natürlich dann für die unvergängliche Armee, sofern es halt eine dafür war, wo halt auch die Rocheneier drinnen sein können. Und wenn wir hier reinschauen, dann sehen wir hier zum Beispiel die unvergängliche Armee, bin ich mit dem Charakter hier zum Beispiel auf 14.660 von 21.000. Wäre dieser Char jetzt ehrfürchtig, könnt ihr nochmal 10.000 Ruf farmen und kriegt dann eine Paragon-Kiste jedes Mal und innerhalb dieser Paragon-Kiste da kann dieses Reittier unter anderem mit drinnen sein und zusätzlich sind in den Paragon-Kisten auch noch meistens ein Pet mit drinnen oder ein Spielzeug, je nach Kiste. Und ihr kriegt auch unter anderem noch zwischen 3.000 bis 5.000 Gold mit raus. Und die letzten 3 Reittiere, die wir uns jetzt ansehen, dafür müsst ihr dem Necrolord-Pakt angehören, also dem Pakt aus Maldraxxus. Denn nur wenn ihr dem angehört, könnt ihr die nächsten 3 Reittiere auch überhaupt erbeuten. Das erste, was wir uns ansehen, dafür brauchen wir erstmal ein Gebäude in unserer Pakthalle. Da
Das heißt, wir gehen in unseren Pakt rein, also in den Sitz des Primus und können ja hier unsere Pakthalle aufwerten. Was wir hier aufwerten wollen, das ist für das Reittier erstmal die Monstrositätenfabrik und zwar auf Stufe 2 oder höher. Das heißt, es muss mindestens Stufe 2 sein, sonst könnt ihr nämlich den nächsten Schritt hier gar nicht folgen. Sobald ihr das auf Stufe 2 ausgebaut habt und das auch abgeschlossen ist, weil das dauert ja immer eine Zeit lang, wenn man das ausbaut, sehen wir zum Beispiel hier bei der nächsten Stufe einen Tag, normalerweise ein paar Stunden bei den vorherigen Stufen und erst wenn das ausgebaut ist, dann könnt ihr hier dem nächsten Schritt folgen. Für den zweiten Schritt für das Reittier müsst ihr nämlich erstmal hier rüber und zwar in der Nähe vom Haus der Rituale und zwar genauer gesagt bei den Koordinaten 69, 40. Das seht ihr hier genau, wo dieser Höhleneingang ist. Also beim Haus der Rituale zum Beispiel den Teleporter benutzen, wenn ihr habt und dann einfach hier durchgehen oder alternativ Bastille der Abschwur als Flugpunkt und dann einmal hier nach oben reiten. Wenn wir uns hier am Eingang der Höhle orientieren, dann sehen wir nämlich, dass wir gleich davor haben wir so ein kleines Lager und bei diesem Lager sehen wir einen Elite-Mob und eingesperrt die gute Nähe. Und diese brauchen wir. Um die zu befreien, müsst ihr hier den Seelenernter Anker töten, denn der droppt wiederum einen Schlüssel und den Schlüssel plündert er und dann könnt ihr hier den Käfig einmal aufmachen, das ist der Seelenernter Schlüssel und wenn der Käfig offen ist, dann kommt Nena raus und ihr könnt sie dann schlussendlich befreien bzw. folgen und eine Quest annehmen, die euch wiederum zurück zu eurer Pakthalle, also zur Monstrositätenflickerei bringt. Zurück bei eurer Monstrositätenflickerei könnt ihr das Ganze dann beenden und habt ihr das beendet, dann könnt ihr ganz einfach hier zum Tisch für die Monstrositätenflickerei hingehen. Solltet ihr hier noch gar nie irgendwas gemacht haben, dann müsst ihr natürlich zuerst die Intro-Quest hier vom guten Rattan spielen und erst dann könnt ihr hier Monstrositäten erschaffen. Hier könnt ihr dann ganz einfach die gute Nena erstellen und zwar braucht ihr dafür formbares Fleisch und das gibt es wiederum von allen möglichen normalen Gegnern rund um die Schattenlande oder aus dem Schlund. Wenn ihr genug davon habt, könnt ihr Nena also herstellen und könnt sie in Zukunft dann hier drüben einfach als Anhänger mitnehmen. Das heißt, wenn sie hier rumsteht, können wir hier einfach draufdrücken und dann sagen, ich brauche eure Unterstützung. Und wenn wir das gemacht haben, dann despawnen sie hier kurz, kommen dann wieder und jetzt haben wir sie hier aktiv als Begleiter. Und genau das brauchen wir. Dann sicherstellen, dass Nena auch bei euch ist, indem sie hier neben uns rumläuft. Denn dann finden wir hier wiederum, wo wir auch schon für den Flatterflügel gefarmt haben, einen Rare Spawn und der nennt sich Tahonta. Dieses Mount selber, das könnt ihr nur plündern, wenn Nena dabei ist. Das heißt, ihr habt keine Chance, das Reittier zu ziehen, solltet ihr Nena gar nicht mit dabei haben. Ihr könnt also in Zukunft dann hier zu 4451 einfach hingehen. Tahonta hat auch eine relativ kurze Spawnzeit. Und wenn sie bei euch dabei ist, dann könnt ihr hier den guten Tahonta einfach umhauen. Der kann auch nicht wirklich viel, ist relativ simpel, solo legbar. Und dann habt ihr hier einfach die Chance, dass er das Reittier rausplündert. Hier gab es auch immer ein bisschen Verwirrung, denn manche sagen, man muss unbedingt Tahonta plündern mit der Fähigkeit von Nena. Das heißt, dass man hier auf Holen drückt. Manche sagen, man kann normal reinplündern von Freunden und Co. aus dem Stream. Habe ich aber gehört, dass die meisten das einfach selber rausgezogen haben, dann das einzige Wichtige ist nur, dass Nena beim Kill schlussendlich dabei war. Und für die letzten zwei Reittiere, die uns jetzt noch fehlen, brauchen wir für beide den Anima-Leiter. Das heißt, Nena spielt jetzt keine Rolle mehr, sondern jetzt braucht er ein anderes Gebäude und das ist der Anima-Leiter in eurer Pakthalle. Den könnt ihr ebenfalls wieder hier bei Arcadia Moa einmal erstellen und zwar ist das der hier. Für das erste Reittier braucht ihr den auf Stufe 1, für das zweite Reittier auf Stufe 3. Allerdings kann man beide auch ohne Anima Leiter tatsächlich killen, allerdings nur, wenn sie ein anderer gerade beschworen hat. Ansonsten, wenn er selber den Anima-Leiter habt, dann könnt ihr dann natürlich selbst diese Rares beschwören. Wie funktioniert das Ganze? Und zwar habt ihr dann hier schlussendlich den Anima-Leiter stehen und über diesen könnt ihr Strahlen wegschicken. Das sehen wir hier schon. Diese Strahlen, die ihr hier schlussendlich wegschicken könnt, die empowern immer ein jeweiliges Objekt, das euch dann wieder verschiedene Sachen ermöglicht. Zum Beispiel, wenn wir hier unten empowern, dann können wir hier jeden Tag eine Kiste holen und in der Kiste befindet sich dann dankbare Gaben als auch Anima. Die zwei Strahlen, die uns interessieren, das ist aber einmal hier beim Haus der Konstrukte. Dort finden wir nämlich einmal Giga und Giga selber droppt den räuberischen Seuchenrock. Das heißt, dort habt ihr dann täglich die Chance, diesen rauszuplündern und der Rare ist nur verfügbar, wenn ihr auch hier den Strahl rüberleitet oder wenn gerade jemand anders dort drüben den Rare schlussendlich erledigt. Das schauen wir uns gleich an. Für den zweiten Rare selber, da braucht ihr das Theater der Schmerzen verstärkt, denn damit könnt ihr Sabriel die Knochen
Spalterin beschwören und die hat eine Chance, dass sie den gepanzerten Knochenhuf Tauralus droppt. Allerdings muss man ihn gar nicht unbedingt als Drop ziehen, sondern kann den auch hier drinnen kaufen mit dankbaren Gaben und Anima. Wie komme ich an dankbare Gaben, ist auch eine Frage, die man sehr oft liest. Und zwar dankbare Gaben, wie gerade eben schon gesagt, gibt es eigentlich hauptsächlich über den Anima Conductor. Das heißt, über den Anima Leiter hier könnt ihr also diese Kisten hier zum Beispiel machen. Da sind welche drinnen. Ihr könnt hier rüber schicken. Dann haben wir zum Beispiel eine tägliche Quest. Sehen wir hier 3 dankbare Gaben. Wir können Sabriel in der Mitte töten. Gibt dankbare Gaben. Wir können Giga hier oben als Rare legen. Gibt dankbare Gaben. Und dann hätten wir zum Beispiel hier oben noch beim Haus der Augen tägliche Quests, die man abschließen kann. Und die geben ebenfalls hier dankbare Gaben. Der letzte Strahl hier rechts oben, das gibt nur einen Buff, das heißt, dort kriegt er keine. Um diese strahlende permanent abzuhalten, seht ihr hier unten schon so eine Leiste und da sehen wir, dass 2 von den Kristallen hier schon am Leuchten sind. Haben wir 10-mal insgesamt irgendeiner dieser Strahlen verstärkt, dann dürfen wir uns einen aussuchen, den wir permanent verstärken, das heißt, am Anfang ist es egal. Sobald ihr allerdings 10 habt, könnt ihr einen auswählen, der permanent verstärkt ist. Wenn ich zum Beispiel hier drauf drücke, kann ich sagen, der ist für die nächsten 11 Stunden aktiv und dann kriegen wir hier einen Kristall dazu und habe ich das Ganze 10-mal gemacht, dann kann ich den schlussendlich permanent aktivieren. Das Reittier von Sabriel, das können wir hier bei Zetai, also der Ruhmrüstmeisterin, kaufen auch. Das heißt, ihr seid nicht unbedingt auf den Drop angewiesen. Das kostet uns hier 5000 Anima als auch 100 dankbare Gaben. Das ist der gepanzerte Knochenhuf Tauralus. Das heißt, ihr könnt euch den entweder kaufen oder ihr wollt euch die Gaben zum Beispiel für die Transmog-Items aufbewahren und würdet die lieber sparen, dann könnt ihr natürlich einfach auf den Drop von Sabriel hoffen. Das Reittier von Giga allerdings, das gibt es nur von ihm. Als erstes schauen wir uns jetzt also Giga an und dass der Anima Conductor aktiv ist, das sehen wir auch anhand der Strahlen, die hier immer rausgehen, denn das ist das Anima, das hier schlussendlich reinfließt und dafür daher wissen wir in dem Falle auch, dass der Anima Conductor hier rüber geleitet wird und das sehen wir schon, hier in dem Falle wäre der gute Giga ab. Das heißt, wenn wir hier reinfliegen, dann haben wir hier den Giga schon auf diesem Brett festgenagelt, haben dann eben so ein Tentakel, können das Tentakel hier anklicken, also der Faden, und wenn wir den Faden dann hier rausziehen, dann springt der Gute auch schon nach unten und auch der ist ziemlich, ziemlich simpel zu legen. In dem Fall kann er eigentlich nichts, außer dass er hier so Herzen auf den Boden wirft. Diese Herzen explodieren wiederum und machen ein bisschen Schaden. Sollte euch aber egal sein, sollte eigentlich hier wieder easy solo machbar sein für alle Klassen. Ansonsten könnt ihr zum Beispiel hier aus der Explosion rausgehen und dann hat er hier noch den Breath nach vorne. Auch da einfach ausweichen und die Eruption von den Herzen, die könnt ihr getrost ignorieren. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Rare und das ist wie gesagt Sabriel. Und auch hier sehen wir wieder, dass Anima fließt hier ein mal in das Theater hinein und wenn er aktiv ist, dann sehen wir hier auch eine tägliche Quest auf der Karte markiert und zwar rechts von der Arena und die heißt auf Krawall gebürstet. Wenn wir dann hier einfach runterfliegen, dann können wir wiederum diese tägliche Quest hier einfach annehmen und wenn wir diese angenommen haben, dann ist es eigentlich auch schon aktiv, das heißt jetzt gilt es hier in die Arena reinzufliegen und darauf zu warten, dass Sabriel abkommt. Sabriel selber spawnt immer links vorne, das heißt immer links vorne in der Ecke, wenn er geradewegs in die Arena reinschaut. Heißt also, wenn gerade Asmogal ab ist, dann müsst ihr einmal die komplette Runde abwarten, bis die gute Sabriel schlussendlich hier spawnen kann. Da Asmogal aber gerade tot ist, warten wir jetzt einmal, bis Xanto verstorben ist hier, beziehungsweise gelegt wurde. Und dann sollte Sabriel hier links aktiv sein. Dann müssen wir wieder warten, bis hier der gute Urz ab war. Anschließend hier nochmal Tioa und ganz am Ende kommt Sabriel. Auch hierfür könnt ihr da alternativ entweder wieder eine Gruppe im organisierten Gruppentool suchen, einfach dort nach Sabriel suchen oder alternativ einfach, wenn die Weltquest hier ab ist, könnt ihr das ja kombinieren und nebenbei das andere Reiti hier farmen. Jetzt sehen wir zum Beispiel schon, jetzt ist hier hinten schon der gute Drollkrat ab und Sabriel sitzt auf dem guten drauf. Noch zu Sabriel selbst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, sitzt zuerst wieder auf dem guten Mount drauf und springt nach einer kurzen Zeit dann vom Reiti runter. Für gewöhnlich wie hier sind eigentlich genug Leute ab, um das easy zu legen. Ansonsten, wie gesagt, einfach wieder eine Gruppe aufmachen, wenn ihr hier Probleme haben solltet, denn Sabriel hat ein bisschen mehr HP als die anderen Rares, deswegen könnte es da vielleicht zu dem einen oder anderen Problem kommen. Allerdings, Damage Output ist nicht so hoch, hat die gleiche Fähigkeit auch wie schon Malkorak, das heißt, wir haben hier wieder so einen Banner, einfach Sabriel selber rausziehen und schauen, dass ihr selbst drinnen steht für den Damage Buff. Und das war es auch schon mit dem Mount Guide für die Reittiere aus Maldraxxus. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr viel Erfolg und Spaß beim Farmen habt. Wenn euch das Video geholfen und gefallen hat, Däumchen nach oben. Wenn ihr sonst noch Fragen oder Anmerkungen habt, wie immer ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht, mir auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao.